wahr gewesen. Willkommen bei Low Budget Outdoor. Ich bin Paco und es ist mal wieder soweit für Kanalinfos. Willkommen bei Low Budget Outdoor. Ich bin Paco und es ist mal wieder Zeit für Kanalinfos. Vielen Dank, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Es geht zwar nur langsam aufwärts, aber dafür stetig und herrlich. Ja, das klang scheiße. Willkommen bei Low Budget Outdoor. Ich bin Paco und es ist mal wieder Zeit für Kanalinfos. Mein Studio baut sich auseinander. Studio. Willkommen bei Low Budget Outdoor. Ich bin Paco und es ist mal wieder Zeit für Kanalinfos. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Es ist total toll. Umso schwerer fallen mir daher die nächsten Worte. Umso schwerer fallen mir die nächsten Worte. Umso schwerer fallen mir die nächsten Worte. Umso nächster Fall. Aber meine Fortbildung ist in die heiße Endphase gegangen und dafür habe ich. Dafür? Umso schwerer fallen mir die nächsten Worte. Aber meine. Meine Fresse. Oh. Da könnt ihr mal sehen, wie schwer mir diese Worte fallen. Junge, Junge. Rhythmus auf alle 2 Wochen stellen werde. Könnte auch mal passieren, dass es nur alle 3 Wochen wird. Umso schwerer fallen mir die nächsten Worte. Zur Verfügung habe, da ich jetzt halt viel lernen muss, kann ich weniger schneiden. Warum erzählst du das? Keine Ahnung. Umso schwerer werde ich für die etwa die nächsten. Umso schwerer fallen mir meine nächsten Worte, aber Art, die ich euch liefern möchte. Möglichkeit Nummer. Möglichkeit Nummer 2 ist. Was war denn die Möglichkeit Nummer 2 überhaupt? Umso schwerer fallen mir meine nächsten Worte. Möglichkeit Nummer 2 ist schon wieder weg. Ach so, man hat euch das aufgeschrieben. Auf ein neues! Jawohl, kommen wir zu was Positiverem. Ich möchte diesen ganzen Kanal. Kommen wir zu etwas Positiverem. In Anbetracht der Tatsache, dass ich diesen Kanal ja mittlerweile zu einem Großteil für euch betreibe, da der eine Grund sich ja schon erledigt hat, weswegen ich mit YouTube angefangen habe. Kommen wir zu einem positiven Punkt. Und zwar betreibe ich LBO. Kommen wir zu etwas Positivem. Ich möchte den Kanal. Kommen wir zu etwas Positivem. Ich möchte den Kanal im Ganzen interaktiver gestalten. Das bedeutet, da ich ja einen Großteil. Kommen wir zu etwas Positivem. Ich möchte im Großen und Ganzen den Kanal interaktiver gestalten. Kommen wir zu etwas.
eine kleine Pause leisten, damit man so ein bisschen Schnittzeit und so hat. Ja. Kommen wir zu etwas Positivem. Ich möchte im Großen und Ganzen den Kanal interaktiver gestalten, da ich ja mittlerweile zu einem Großteil den Kanal für euch nur noch betreibe. Klang das jetzt wieder scheiße? Oder klang das nicht scheiße? So. Jetzt kommt das schwierige Thema. Dann komme ich jetzt wieder zu einem ernsteren Thema. Ich habe ehrlich gesagt schon öfters versucht, zu diesem Thema etwas aufzunehmen, war aber nie wirklich zufrieden mit meiner Wortwahl. Direkt vorab gesagt, das betrifft nur mich. Dann komme ich jetzt leider zu einem ernsteren Thema. Ich hatte ehrlich gesagt schon öfters versucht, ein Video zu diesem Thema aufzunehmen. Nein. Ich hatte auch ehrlich gesagt schon öfters versucht, etwas zu diesem Thema aufzunehmen, war aber nie mit meiner Wortwahl wirklich zufrieden gewesen. War gewesen. Dann komme ich jetzt wieder zu einem ernsteren Thema. Matschkopf. Das Thema duldet jetzt aber keinen Aufschub mehr, da... Jetzt hat sich die Belichtung von der Kamera geändert. Muss ich die jetzt echt... Ich gehöre noch... Nein, das hat mir schon wieder nicht gefallen. Ich gehöre noch zu der Generation, die ihre Kindheit fast komplett draußen verbracht hat. Keine Angst, so weit ausholen ist es dann doch nicht. Man sollte nicht so viel dazwischen quatschen, was man eigentlich nicht geplant hat. Nach einem sehr ausgiebigen Studium der einzelnen Bushcrafter und der Videos... Ich gehöre noch zu der Generation, die... Man fasst sich doch nicht ins Gesicht, das macht man einfach. Nach einem ausführlichen Studium der verschiedenen Outdoor-YouTuber war mir dann relativ schnell klar, dass ich einiges an Sachen brauche, um überhaupt Bushcraften zu können. Mann, stehst du schief. Krampf. Stop hurting me! Weder Stuhl noch Rettungsdecken gebastelt müssen nur aufs Bild, jawohl. Es hat im Endeffekt ziemlich lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass... Das war auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich Low Budget Outdoor gegründet habe. Einfach um zu zeigen, das war einer der Gründe für mich, um Low Budget Outdoor zu gründen.
Nämlich um zu zeigen, das war einer der Gründe, warum ich diesen Kanal überhaupt erst gegründet habe. Nämlich um zu zeigen, wie jemand ohne vollständige Ausrüstung und mit wenig Geld Bushcrafter wird und ist. Das war auf jeden Fall einer der Gründe, um diesen Kanal. Das war auf jeden Fall einer meiner Gründe, um diesen Kanal zu gründen. Nämlich um Bushcraft. Wenn es dafür doch ein vernünftiges deutsches Wort gäbe, dann müsste man sich auch nicht um das irgendwelche Gedanken machen. Nein. Lalala. Nee, I can't hear you. Autoausrüstung vorstellen und ausgiebig testen, da muss ich mich eigentlich nicht noch mit einreihen. Das klingt scheiße. Außerdem gibt es meiner Meinung nach schon genug Kanäle, die Ausrüstung vorstellen. Da muss ich das nicht auch noch machen. Ja. Außerdem gibt es meiner Meinung nach schon genug Kanäle, die Ausrüstungsgegenstände vorstellen. Da muss ich das nicht auch noch machen, meiner Meinung nach. Ach, das lasse ich weg. Die Ausrüstung, die ich mir kaufe. Nein. Was habe ich denn jetzt für eine komische Beleuchtung? Ich weiß nicht, was gerade mit der Kamera nicht stimmt. Sieht alles so farblos aus. Aus mir unerfindlichen Gründen verschwinden unter meinen Videos Kommentare sowie auch meine Antworten. Wenn Jetzt habe ich noch ein unerfreuliches Thema, bevor so. Jetzt dann das Positive. Ich habe ein paar Anschaffungen getätigt. Wie ihr ja vielleicht schon mitgekriegt habt, habe ich mir eine neue Kamera gekauft. Komme ich jetzt zu dem Positiven. Ich habe ein paar Anschaffungen getätigt. Und zwar. Scheiße, und zwar. Oh, wie genüsslich du es sagen kannst. Schön. Kommen wir wieder, damit ich auch direkt Touren damit aufnehmen kann, habe ich mir Zusatzakkus auch zugelegt. Ich habe ein paar Anschaffungen getätigt, um die Qualität, habe ich direkt zwei Ersatzakkus dazu gekauft.
Das ist zum einen eine neue Kamera, eigentlich eher ein Camcorder. Das ist zum einen die neue Kamera. Das ist zum einen diese neue Kamera. Kommen wir zu dem angesprochenen Positiven. Dann habe ich mir ein Einbeinstativ. Da muss ich allerdings noch gucken, wie ich damit klarkomme, und darüber erfahrt ihr noch etwas in diesem kleinen nächsten Video. Weil das halt auch dann Teil für. Dann habe ich mir Des Weiteren habe ich mir eine schicke Akkuleuchte. Ganz einfach aus dem Grund, weil ja bald in Höhlen gegangen werden darf, und wenn ich dann die Zeit dazu habe, werde ich ja auch meine zukünftigen Höhlenabenteuer erhoffen. Also ich könnte den ganzen Tag Werbung für Kaffee machen, jawohl. Keine spezielle Sorte, einfach nur Kaffee. Dann bin ich über eine schicke Akkuleuchte gestolpert, welche mir helfen soll, meine zukünftig geplanten Höhlenabenteuer für euch besser ausleuchten zu können. So hatte ich das geplant zu sagen, warum sage ich das so nicht? Und zu guter Letzt habe ich mir noch einen Edelstahl-Nierenbecher direkt mit passendem Deckel gekauft. Und zu guter Letzt habe ich mir auch einen Ausrüstungsgegenstand gegönnt, und zwar einen an den Stellen, wo sich die Alufolie und die Soße berührt haben, haben sich Löcher in die Alufolie gefressen. Dass sich an den Stellen, wo sich beides miteinander, warum denn? Mir ist schon vor Jahren aufgefallen, als ich einmal jetzt mache ich dich nochmal groß und dann kümmern wir uns um die Verabschiedung, würde ich sagen. Ja? Baby? Mache ich denn jetzt die Verabschiedung? Scheiße, ist das schon spät. Wow. Habe ich jetzt echt lang für gebraucht für das Aufnehmen? Verabschiedung. Wie mache ich die Verabschiedung? Das war's dann mit meinen Kanalinfos. Ich hoffe, wie gesagt, ihr lauft mir jetzt nicht in Scharen davon, weil mein Veröffentlichungsrhythmus jetzt bleibt mir nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Gehabt euch wohl.
Irgendwie ist das Licht komisch. Ich weiß nicht, wie ich die Verabschiedung machen soll. Das war's mit den Kanalinfos. Mehr habe ich jetzt im Prinzip erstmal nicht mehr zu sagen. Und du sagst dann trotzdem viel mehr, als du eigentlich wolltest. Hat mir das gefallen? Ich sag's besser nochmal, oder? Danke fürs Einschalten vergessen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr lauft mir jetzt nicht in Scharen davon. Aber wie gesagt, es ist einfach... Das war's mit den Kanalinfos. Ich hoffe... Das war's mit den Kanalinfos. Ich hoffe, wie gesagt, ihr lauft mir jetzt nicht in Scharen davon. War das die Sonne oder war ich das? Das macht mich gerade wahnsinnig. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr mir jetzt nicht in Scharen davonlauft, weil es mir ein bisschen